Hallo, willkommen zur nächsten Folge Surviving the Aftermath. Wir haben aktuell mit ein paar Problemen zu kämpfen, nämlich müssen wir mehr Forschung sammeln, weil wir aktuell überhaupt nichts mehr reinkriegen und gar nichts erforschen können und eigentlich ein bisschen auf der Stille treten, ohne dass wir neue Sachen erforschen können. Deswegen müssen wir uns hier mal ein bisschen weiter wegbegeben von unserer Kolonie und haben dadurch jetzt schon zwei neue Orte gefunden, die wir gleich mit Wissenschaftlern abgrasen können. Und wir haben eine Gemeinschaft gefunden. Die, Moment, hier, Dead Creek heißt und die ist unfreundlich. Und die sind 73er Leute voll oder schwer. Dead Creek. Die Gemeinschaft verbreitet ein Gefühl vom Wilden Westen und die Kolonisten tragen ihre Waffen offen mit sich herum. Öffentliche Hinrichtungen dienen sowohl der Rechtsdurchsetzung als auch der Unterhaltung. Der Sheriff und der Bürgermeister, die sich ihre Titel selbst verliehen haben, regiert... Also die Bürger, die sie regieren, sagen wir mal, halten diese Ordnung aufrecht, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Okay. Reputation. Du brauchst ein Handelszentrum mit anderen Gemeinschaften zu tauschen. Okay. Aber die haben halt auch Gewehre. Und das hier sind wahrscheinlich irgendwie... Ich weiß nicht genau, was das ist. Sind das so Betten? So Schlafdinger? Oder ist das halt irgendwie so ein Plastikding? Ich kann das gar nicht einschätzen. Die haben auch ein Auto. Richtig krass. Aber ein Auto finden wir ja auch hier. Ja, ist auch geil. Oh, warte mal. Die geht ins Auto. Die geht ins Auto und damit reist sie dann da oben hin. Dann brauchst du nämlich nicht 7 Züge oder 8. Dann brauchst du bestimmt nur noch irgendwie 2 oder 3. Ha. So muss das. Und in 2 Tagen kriegen wir einen neuen Spezialisten. Wir haben auch genügend Geld. Denke ich mal für einen. Wenn das ein Kämpfer ist, dann können wir diese Questline machen, wo sich hier Banditen in so eine Hochhausfestung einquartiert haben. Und da würde ich ganz gerne schon mit einem Kämpfer hin, weil unsere Leute jetzt nicht unbedingt die Besten im Kampf sind. Wir haben nur 3 Plünderer und 2 Wissenschaftler, also ein bisschen schlechte Voraussetzungen für einen großen Kampf. Die Ruinen sind anscheinend einfach gar nichts wert. Muhammad ist jetzt erwachsen und bereit, der Kolonie zu helfen. Oh, krass. Hallo. Er sieht ganz anders aus auf einmal. Hat der denn noch... nee, der hat keinen Tag mit ausgebildet bekommen, oder? Schade. Weil wir haben jetzt ja auch eine Schule und alle, die da drin zur Schule gehen eine gewisse Zeit, die werden dann auch ausgebildet und sind dann besser in ihren Berufen danach. Kann ich ja mal eben gucken, wie das dann aussieht mit Forschung. Weil wir haben ja so einen Forschungsaußenposten da unten als Möglichkeit. Wo mache ich das? Bei Gemeinschaft? Ein Schrein, ordnungsmäßiges Begräbnis. Wem ist Wissenserhalt? Bibliothek? Nee. Abbau von Aggressionen. Ah, Arena. Innenwände. Nee, nicht so wirklich. Sicherheit, das glaube ich auch nicht. Vielleicht Infrastruktur? Große Tonnen? Ach, großer Trinkwasserspeicher. Nee. Nahrung wird es auch nicht sein. Vielleicht Ressourcen, weil Wissenschaft ist eine Ressource. Nähmaschinen, Motorisierung, Elektromontage, Löten. Das muss doch dann bei der Gemeinschaft sein, oder nicht? Hier war ja auch Bildung, stimmt. Das würde ja Sinn machen. Einen Schrein? Das ist halt Wissenserhalt, aber das ist nur Bibliothek. Kommt das erst noch viel später, oder was? Automaten. Arcade-Automaten. Hallo? Infrastruktur? Warte mal, vielleicht ist das hier einfach unter... Wir haben doch hier irgendwo sowas wie Außenposten generell gehabt. Vielleicht fällt das auch darunter. Lehrlinge. Ah, cool. Handwerk. Tauschhandel. Hier Handelszentrum. Betonplünderer. Nee. Also ich glaube, ich bin blind oder so.
Hier, Grenzaußenposten. Außenpostenlager. So, das Ding. Das müssen wir doch mit Sicherheit erforschen, damit wir dann einen Außenposten... Bitte forschen. Damit wir das dann hier unten an der Map in diesem Gebiet hier einen Außenposten bauen können, der dann automatisch ein Forschungsaußenposten wird, oder? Ist jetzt nur so eine Möglichkeit. Rückkehr zur Kolonie. Ja, die habe ich verstanden. Handeln, öffnen Handeln. Ja, habe ich mal. Okay. Die Tutorials können gerne weitergehen. Da sind hier welche verletzt. Dabei immer noch nicht so viele krank. Wir haben ein paar Träger. Das ist aber sonst auch in Ordnung. Forscht ihr das eigentlich schon? Nee, ne? Wir brauchen ja... Wir brauchen ja auch dies hier. Und danach können wir auch Spülung machen. So. Wie sieht's mit Nahrung und Wasser aus? Nahrung haben wir aktuell genug. Wasser ist auch immer noch alles Maximum. Unterernährung bauen, Kochhaus. Ja, stimmt, aber ich will ja auch unbedingt ein Kochhaus bauen, aber ich krieg ja nichts an Forschung. So, ich komme ja nicht voran, das ist ja das Ding. Weiterspulen. Ach, hier oben muss noch repariert werden, ne? So. Läuft's bei denen? Ja, die Außenposten sind alle in Ordnung. Beeren sind leer. Aber eines ist noch übrig. Layla ist jetzt erwachsen. Schön. Kolonist Nora ist verletzt. Okay. Spezialist einsatzbereit. All done. 12 Waffen gelootet. Ja, damit macht sie sich am besten jetzt mal schnell auf dem Weg zurück zur Base, würde ich sagen. Falls wir nochmal überrascht werden oder überfallen werden, generell, dann könnten wir das damit gleich besser machen. So, die hat jetzt ein Auto. Alter. Jo, in 2 Zügen ist sie dann da. Mega gut. Ist das da unten? Warte mal. Ist die der Balken hier unten die AP oder die Benzinleiste? Okay, ist das. Ja, das war jetzt dumm, glaube ich. Also sie kann zwei Leute können da rein und dann fährt das Auto nur dahin und dann muss sie aber noch aussteigen. Ja, und der hat jetzt ein bisschen Benzin verbraucht. Alright, verstehe. Ja, man geht ja langsam an das Game ran. Ne? Schon versteht man wieder mehr. Ab ins medizinische Zelt. Wir machen hier schön weiter Nahrung. Vielleicht können wir da auch ein paar Felder mehr jetzt anbauen. Ja, ich meine, hier wäre es natürlich noch besser, aber das dauert noch ein bisschen, bis die da soweit sind und das auch abgeerntet haben. Die sind da oben auch gleich fertig, dann können die den Bärenbusch hier machen. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir hier schon mal 2 neue Felder hin. Spezialist einsatzbereit. Mission complete. Oh, was gibt's hier? Sternwarte, das ist aber auch wieder durch den Außenposten erst. Ja. Und hier gibt's noch mal mehr Waffen. 12 Gewehre. Sehr geil. Und Antibiotika. Dann gönnt er sich mal die Gewehre. Und in den Feldern machen wir... Ah, hier, guck mal. Fasern sind das. Was die anzubieten hatten. Das können wir auch schon mal herstellen ein bisschen, oder? Obwohl, nee, das brauchen wir nicht. Wir machen Kartoffeln. Wir haben ja eh keine Technologie, um irgendwie eine Schneiderei oder so herzustellen. Also, scheiß das.
Forschung von Grenzaußenposten. Hä? Wir haben auf einmal Forschung bekommen. Ist die fertig? Kann das sein? Ja, yep. Die ist da jetzt angekommen. Sehr geil, wir kriegen ja endlich wieder Forschung. Mit dem Außenposten können wir dann unten endlich einen Außenposten bauen, mit dem wir richtig Forschung bekommen. So, eine Gruppe Überlebender ist angekommen. Ich habe das Gefühl, dass wir damit nur das Unvermeidliche hinauszögern. Aber kannst du uns helfen und bleiben lassen? Zwei Erwachsene, vier Kinder, zwei Senioren. Benzin haben die, Standardwerkzeuge, Obstkonserven und Jodtabletten. Das Gefühl, dass wir nur das Unvermeidliche hinauszögern. Kannst du uns helfen und bleiben lassen? Wir nehmen sie an. Ich vertraue ihnen. Wie, ihr seid feindselig. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Das sind die Kinder, ne? Ja. Sehr geil. Gut, sie haben uns nicht direkt angegriffen. Sehr gut. So, dann machen wir mal gleich hier große Zelt-Action. Ach, ich hab den versetzt. Shit. So nämlich. Zack. Die sind zwar noch obdachlos, aber nicht mehr lange. Und dann können wir eigentlich auch schon mal jetzt dieses Kochhaus dort. Oh, wir brauchen gar nicht die Technologie dafür. Braucht nur eins davon. Ja, geile Sache. Das heißt, wir haben uns jetzt mehr auf Felder eingelassen, anstatt auf Fischen. Auch nicht schlecht. Finde ich auch gut. So, kann man danach gemeinsam essen. Dann mal Kochhaus. Dann haben wir erstmal keine Probleme mehr mit sowas. Der Vorrat an Kleidung geht zu Ende. Plündere oder fertige mehr Kleidung beim Schneider an. Oh, stimmt, wir haben nur noch eine Kleidung. Heutige News. Was für heutige News? Fuck. Ja, bei Kleidung können wir gut plündern. Das haben wir hier noch zum Beispiel. Da müssen wir nur mal wen hinschicken. Your orders. Wie kann sie denn... Ah da, Fahrzeug verlassen. Ja, Fahrzeug verlassen und dann... dahin. Ja, das wird schon gehen, glaube ich. Braucht noch ein bisschen. Manuel ist groß geworden. Status normal. Wahrscheinlich ist das hier im Status. Dass dann Status steht, ausgebildet. Ach, der wurde geboren. Ach, ich bin auch dumm. Ich denke gerade, ey, der ist fertig. Nee, wir haben unser erstes Kind geboren hier in der Kolonie. Geil. Wintersturm. Erste Schneeflocken und morgendlicher Frost sind die verräterischen Anzeichen für einen herannahenden Wintersturm. Die Kolonisten haben Mühe, sich warm zu halten, da das Wetter schnell von kühl auf eisig umschlägt und starker Schneefall alles auf seinem Weg begräbt. Info und Rat. Heizöfen halten Unterkünfte und Arbeitsplätze in ihrem Wirkradius warm. Kolonisten, die Frost ausgesetzt sind, erkälten sich. Dauert das an, wird aus Erkältung Unterkühlung, was zu Gesundheitsverlust führt. Kleidung, insbesondere aufgewertete, verringert diese Gefahr. Feldfrüchte und Seen frieren ein, was zu Produktionsstillstand führt. Ohne ein Heizgerät in der Nähe können Farmtiere sterben. Farmtiere, ey. Geil. Aber das erinnert mich an eine Sache, nämlich Holzfällerlager. Wir haben gar kein Feuerholz. Außer 20 anscheinend. Das wird nämlich wichtig. Das heißt, wir sollten... Vielleicht nicht oben so, wenn es nicht so ganz mit reinpasst. Shit. Dann machen wir das hier hin. Da, das hin. Und wir brauchen... Ah, wo haben wir das?
Da, Heizofen. Oh, die Range ist ja echt gut. Wenn wir die hier hin machen, dann ist eigentlich fast alles mit drin. Machen wir dahin. Ein neuer Spezialist. Ach, Plünderer. Pinkman. Oh, der hat aber 25 Damage. Aber wenig HP. Den nehmen wir. Und er geht mal auf die Weltmap. Und er geht mal hier hin. Ab ins Hochhaus. Stella ist da oben fertig. Na, schade. Dann kann sie mal hier hingehen und das erkunden. Zeit bis zum Eintritt der Katastrophe 14 Stunden. So, hier müssen auf jeden Fall zwei Leute rein. Brauchen super viel Holz. Da müssen auch unbedingt Leute rein. So. Wo sammeln die gerade? Die sammeln da oben auch gerade gar nicht mehr. Gibt's hier sonst nichts mehr? Ach, oben. Ja, dann sammelt da. Sammelt das, das ist näher. Warte noch verfügbare Mitarbeiter. Aber es gibt doch fünf Träger und ich habe halt gesagt nur zwei. Oder sind die alle krank? Nee. Ist auch nicht. Außenpostenlager. Ermöglicht die Errichtung von Außenposten auf der Weltkarte. Außenposten können genutzt werden, um Wissenschaftspunkte auszuheben, neue Überlegene zu finden und Ressourcen zu produzieren oder schnell in die Kolonie zurückzubringen. Fordert einen, die Errichtung des Außenposten erfordert einen Spezialisten. Okay, dann müssen wir hier erstmal ein Lager bauen. Machen wir mal hier hin. So. William wurde geboren. Krass. Wir haben einfach Leute, Geburten hier. Krass. Jo, 85 Feuerholz gefunden. Richtig gut. Dann gehst du damit direkt wieder zurück, weil das brauchen wir jetzt sofort. So, und was ist hier mit ihr? Sie soll raus? Warum kann sie denn nicht? Hier hin und jetzt dahin. Ey, willst du mich verarschen oder was? Jetzt stand sie die ganze Zeit hier und es ging nicht. Das ist noch ein bisschen unausgereift anscheinend. Mann, ey. Wintersturm. So, Außenpostenlager ist fertig. Wir können den Siedler erstellen. Aha. Ah, wir haben jetzt die Waffen. Die ist angekommen. Siedler bauen Außenposten auf der Weltkarte. Sie können weder kämpfen noch Ressourcen abbauen. Ja, das ist aber okay. Ja, da geht's nicht, weil das schon deren Gebiet ist. Dann geht mal hier hin. Bau im Koloniesektor nicht möglich. Achso. Ja, ich muss erstmal mit ihr hingehen, ne? Dann gehen wir mal dahin. Ja, geeigneter Standort. Die könnten die jetzt bauen, aber ich lasse das noch. Was ist denn hier eigentlich los? Soll das Gewitter sein oder ist das irgend so ein Magiezeug? What the fuck is going on? Crazy. Rein da. Hochhausbanditen. In dem Hochhaus verstecken sich Dutzende von Banditen. Sie haben die unteren Stockwerke verbarrikadiert und mit Fallen gespickt, um Eindringlinge abzuwehren. Doch die Ganoven sind sich ihrer Sache zu sicher und haben zwei Schwachstellen übersehen. Eine, die etwas höher liegt und mit einem Seil erreicht werden kann, und die andere, bei der man sich durch einen engen Spalt zwängen muss. An der Mauer hochklettern oder durch den Spalt zwängen. Später zurückkehren.
Chat, was sagt ihr? Habt ihr eine Meinung? Wir könnten die Mauer hochklettern, dann ist aber die Gefahr, dass jemand quasi das Seil oben findet, das durchschneidet und dann fallen wir zu Boden und dann macht er uns, gibt er uns einfach den Rest. Das ist halt super risky. Dann durch den Spalt zwängen, wenn wir uns da durchzwängen, kann es sein, dass wir irgendwie uns verletzen, unsere Waffen nicht mitnehmen können, etc. Das könnte halt auch sehr scheiße sein. Oder dass wir halt plötzlich mitten in deren Lager sind, die uns angucken und wir so, hi, und nicht schnell abhauen können, weil der Spalt halt sehr eng ist. Das sind so die zwei Sachen. Tja. Ja, wenn ihr keine Ahnung habt, dann würde ich, glaube ich, eher an der Mauer hochklettern, wegen High Ground. Sich heimlich an der Seite eines Gebäudes hochzuziehen ist schwierig, doch leise schnaufend und keuchend erreicht der Spezialist schließlich einen kaum bewachten Flur. Ein paar Ganoven lungern herum und unterhalten sich. Neben ihnen liegt ein Haufen Münzen, etwas weiter entfernt sogar noch mehr, doch es wäre zu riskant, sich zu sehr vorzuwagen. Er müsste Späne haben. Münzen in der Nähe greifen. Horrorsbanditen, du entscheidest dich für den kleineren Beutel mit Silber neben dir. Er ist immer noch schwer und das Risiko, ihn fallen zu lassen, macht das Abseilen noch nervenaufreibender als den Aufstieg. Gerade als der Spezialist fast den Boden erreicht, fallen ein paar lose Münzen heraus und schlagen mit lautem Knirren auf Blech auf. Spezialist verliert keine Zeit und rast in den Wald, während Banditen hineinstürmen, nur um ein Seil und etwas Kleingeld auf dem Boden zu finden. 400 Münzen. Okay. Ein Speer hätte man sein müssen für die Mission. Aber gut, war auch irgendwie klar, weil es irgendwie so eine Stealth-Mission ist und nicht so eine Angriffssituation. Also ist das relativ... Bis jetzt haben wir zwei Missionen gehabt und es war sehr offensichtlich, was es ist. Ich dachte mir aber, ey, was ist, wenn wir da hingehen und wir dann angegriffen werden? Dann brauchen wir eher jemanden, der kämpfen kann. Aber, naja. Dann hätte ich da den einfachen Weg nehmen sollen. Abgesehen davon, dass wir gar keinen Speer haben, ne? Aber hätte ich einen gehabt, dann hätte ich den eher bevorzugt. Weil ich wollte eher einen Kämpfer haben. So, was macht er? Was macht er? Der sammelt da oben noch die. Der könnte eigentlich mal hier hingehen und ein bisschen was sammeln. Ein bisschen Mais. Ich meine, das sind ja Plünderer, ne? Die sollen auch ruhig plündern. Ganz viel Mais sammeln, weil Nahrung brauchen wir jetzt bald. Wird schließlich kalt. Und anscheinend haben wir das Kochhaus. Jawohl, das war fertig. Oder was stand da? Produktion. 5 Gemüse und 1 Holz gibt zu einer warmen Mahlzeit. 45 Metall. Scheiße, haben wir nicht. Ja, man kann es ja schon mal bauen, ne? Mal direkt hier an die Felder. Frisch ans Feld, ja. Das ist das Restaurant mit dem frischesten Fisch. Und die Latrine dort, die müssen wir mal abreißen. Die ist da sowas von fehl am Platz. Wir machen einfach mal direkt 2 hier nebeneinander. Warum denn nicht? So. Easy. Von der Verschmutzung her ist auch nicht so schlimm. Was haben wir da? Geisterstadt. Ein Kolonist tritt auf dich zu. Er hat dunkle Ringe unter den Augen und erzählt dir von einem unweit gelegenen Dorf, dessen Einwohner auf mysteriöse Weise über Nacht verstorben sind. Er ist vor kurzem durch dieses Dorf gelaufen und hat einige Sachen mitgenommen. Jetzt wird er von Albträumen geplagt und ist davon überzeugt, dass er von den toten Dorfbewohnern heimgesucht wird, die erst dann Ruhe geben, wenn ihr Besitz zurückgebracht wird. Du wählst den wissenschaftlichen Zugang? Oder du besänftigst die ruhelosen Geister? Oder drittens, du hast keine Zeit für diesen Unsinn? Da die Wissenschaft mich bis jetzt im Stich gelassen hat, machen wir ein Ritual und besänftigen die ruhelosen Geister. Du siehst, wie ernst es dem Mann ist und entscheidest dich dazu, ihm zu helfen. Er greift sich die Sachen, die er aus dem Dorf mitgenommen hat, und macht sich in Begleitung einiger Kolonisten auf den Weg. Bei ihrer Ankunft ist alles so, wie es der Mann beschrieben hat. Das Dorf ist übersät mit Skeletten, daneben liegen Alltagsgegenstände verstreut.
da, wo sie zuletzt benutzt wurden, als ob das Leben ganz plötzlich ausgelöscht wurde. Der Mann legt die Gegenstände respektvoll in einer Hütte ab und die Gruppe macht sich auf den Rückweg. Bei seiner Ankunft geht der Mann strahlend auf dich zu und schenkt dir aus Dankbarkeit einige Sachen. Er gibt mir Plastik und Nägel. Danke. Wow. Unfassbar. Danke für diese Geste. Mensch. Noch nie habe ich so eine Belohnung bekommen. Ein bisschen altes Plastik und ein paar Nägel. Ey, geil. So, Winter ist da. Nutzpflanze verdorren. Ja, dann machen wir die mal raus. Machen wir mal ein anderes Radio an. Ja, von dem Feuerholz her ist es auch nicht gerade so gut gerade. All cleaned up. Plünderung abgeschlossen. Ah, geil. Okay, Forschung haben wir wieder ein bisschen was bekommen. Dann kann sie mal da runter. Dann ist er fertig, er hat die Waffen dabei. Dann kann er mal hier das neue Gebiet scannen. Und sie ist wieder hier angekommen und so ist sie wieder zurück auf die Weltkarte. Und sie macht dort eine Erkundung. Warum ist das jetzt nur hier? Toll, nur wir haben den Wintersturm oder was? Wir brauchen halt Metall. Dann sollten wir, glaube ich, mal die Forschung hier machen. Ressourcen. Metallplünderung. Schürfzug ist aber da. Was ist denn das? Oder sehe ich das die ganze Zeit? Recycler, Holzlager, Holzverlager, Förster. Instandhaltung. Nix. Nix. Wo ist denn dieser Schürfzug? Den haben wir doch gar nicht. Ach Gott. Gut, jetzt erforschen wir das aber. Handwerk, Werkzeugladen und Schneider. Ja, das sollte man, glaube ich, danach direkt machen. Lehrlinge. Arbeitsplätze plus 1. Ich denke, das wird erstmal so funktionieren. Tauschhandel. Handelszentrum. Ja, ich glaube, das, die beiden, die reichen erstmal. Toll, jetzt wollen die wieder die Kolonie verlassen. Mensch, es ist gerade ein Wintersturm. Es ist doch klar, dass es gerade echt kalt ist. Spezialist einsatzbereit. Mission complete. Stella. Und Stella hat... Oha. Territorium gefunden. Versteck der Ripper. Die sind nicht so wirklich stark, aber okay, die haben ein ganzes Gebiet für sich beansprucht. Dann gehen wir wieder hoch. Dann gucken wir da oben mal nach.
Ach, und die sind längst da. Ja, geeigneter Standort. Muss ich da hingehen oder? Verbündete Häuser. Ich muss in diesem Sektor jetzt ein Ding bauen. Und wie mache ich das jetzt? Doppelklick ausrichten. Ja, okay. Ach, die haben keine Bewegungspunkte, oder? Okay. Gut, dann muss ich noch ein bisschen warten. Verstehe. Unterirdisches Plastik. Oh Gott. Ein Plastikextraktor. Oh. Das sind noch 7900 Plastik unter der Erde. Alter. Na gut, gucken wir doch mal. Jagdgelegenheit. Ein alter, riesiger Bär, der verletzt zu sein schien, humpelte kürzlich an der Kolonie vorbei. Wenn man den erlegen würde, könnte das der Siedlung jede Menge Fleisch einbringen, auch wenn das Tier trotz der Verletzung nicht kampflos aufgeben wird. Wir machen Jagd auf den Bären. Die Jäger kehren zurück, wobei sie es kaum schaffen, den massigen Körper des ausgewachsenen Bären zu tragen. Anhand der Wunden ist davon auszugehen, dass er bereits verletzt war. Das Glück war heute, den mutigen Hold und das Fleisch wird der Kolonie mehrere Tage ernähren. Oh. Naja, 21 Fleisch bei 42 Einwohnern, also. Ich glaube nicht, dass uns das mehrere Tage ernährt, aber. Ja. Ne? Oh, wir müssen hier wieder mehr Leute zuweisen. Ah, ein paar sind verstrahlt. Aber gar nicht so viele geworden. Ne? Ja, zwei reichen. Die haben kein Holz mehr. Dann geht mal weiter hier hin. Da ist wieder wer infiziert. Ja, dann geht auch alle jetzt mal zur medizinischen Einrichtung, Mensch. So, Schürfzug. Ressourcen. Da. Ja, dann bauen wir hier das Ding hin. So, Schürfzug. Und machen dann einen Weg von dort bis zur Base. So. Ja, das passt. Karte ist er wieder ready. Ah, gut, der hat nichts gefunden. Wohl um wird's eisig. Ah. Die Gang der Wölfe. Rudelführer der Wolfgang. Guck mal, dann nimm du nochmal eben hier die Antibiotika und danach ziehst du dich komplett wieder zurück. Das ist doch ein Plan, oder? Der Siedler. Können wir mit dem jetzt hier. Wo bauen wir mit dem denn? Müssen wir jetzt hier hingehen oder? Ich verstehe noch nicht ganz, wie wir hier bauen. Hier sind ein paar Häuser, ne? Müssen wir vielleicht zu den Häusern? Ah. Ich guck mal, ob hier im Tutorial was drin ist. Weltkarte, Außenposten. Außenposten errichten. Um einen Außenposten zu errichten, baue zuerst das Außenpostdepot in der Kolonie. Wähle dann einen verfügbaren Spezialisten aus und drücke Siedler erstellen. Und beachte, dass du den ausgewählten Spezialisten verlierst und diese Aktion nicht rückgängig zu machen ist. Ach so, der ist komplett weg. Ja gut, okay. Nach der Bestätigung wird die neue Siedlereinheit auf der... Ah, okay. Man kann angewiesen werden, einen neuen Standort zu finden. Außenposten können in jedem neutralen Sektor, also Sektoren ohne andere Außenposten, Banditenlager oder Gemeinschaften errichtet werden.
Außenposten etablieren? Außenposten einsetzen oder? Warte mal. Das heißt, das war diese lila Stuff oder was? Yes. Kann das sein, dass ich erst angrenzend einen neuen Außenposten bauen muss? Und dass halt ich mich halt ausbreiten muss dahin und nicht einfach irgendwo einen bauen kann, so wie ich Lust habe. Kann das sein? Hier holen wir zum Beispiel 16 pro 12 Stunden und hier haben wir 30 und nochmal 30. Also hier muss ich auf jeden Fall hin. Okay, ich probiere das mal, indem ich nochmal dahin gehe. Wenn wir dahin gehen, dann müsste es doch eigentlich so funktionieren, dass wir dann einbauen können. So, hier haben wir einfach keine Kleidung mehr. Natürlich scheiße. Aber mit mehr Handwerk, Tech, haben wir es gleich im Griff. So, jetzt können wir einen Schneider bauen. Einen Schneider setzen wir mal hier hin. Damit wir hier Flachs als nächstes auswählen können. Da, und dann können wir hier nämlich auch noch ein paar mehr neue Felder machen. Und dann können wir jetzt mal überlegen, was wir als nächstes erforschen. Wir haben halt immer noch das Ding mit der Wasserproduktion. Wir konnten doch, glaube ich, hier irgendwo Infrastruktur. Hier, guck mal. Hier sollten wir vielleicht mal auch mal was machen, ne? Wasserleitung. So. Das allererste Wasserleitung. Optimierte Heizöfen. Große Tonnen, mehr Speicher. Ja, dann würde ich ja das machen und dann Sonnenenergie. Dann können wir die ersten Strom machen. Freien Träger übrig. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass sie alle krank sind, oder? Eventuell. Ja, ich denke mal, das wird auch nicht mehr lange andauern, der Wintersturm. Oh, wir haben hier neue Leute. Die Bestie im Inneren. Eine riesige gehörnte Bestie schleicht vor dem Tor herum. Sie hat offensichtlich Hunger und lauert unvorsichtigen Kolonisten auf, um sie zu verspeisen. Die einfachste Lösung wäre, einfach, sie zu erlegen, doch eine Falle bietet sich an. Fangt es zuerst, jagt das Tier. Fangt es mal zuerst. Die Bestie im Inneren. Ein paar nervöse Kolonisten treten mit einem riesigen Netz und einigen Waffen durch das Tor hinaus. Die Bestie greift sie an, doch sie können das Netz über sie werfen. Der Boden erzittert, als sie ins Straucheln kommt und stürzt. Sorry. Ein gezielter Axtschlag gräbt sich tief in den Schädel und endet den Albtraum. Das Fleisch ist zwar nicht von bester Qualität, aber ohne immerhin nicht mit Kugeln oder Pfeilspitzen verunreinigt. Na gut. Ja. Wieder ein bisschen Nahrung gemacht. Und das muss jetzt aber auch mal aufhören hier mit dem Wintersturm, oder? In der Hände. Kolonistengehalt. Oh Gott. Wir haben doch nur 39. Oh, Spezialisten sind alle ready. Lushton sind vorsichtig. Okay. 74er Bevölkerung. Okay. Das ist alright. Oh, und hier können wir richtig was sammeln. Geil. Macht direkt Wissenschaftler, ne? Geh mal darüber. Eine Siedlung.
die Siedlung ist ein Vorreiter darin, die Landwirtschaft wieder zu einem nachhaltigen Leben, zu einer nachhaltigen Lebensweise zu machen. Die Bewohner können etwas exzentrisch sein, was ihre Ansichten über die Welt außerhalb ihrer Gemeinschaft angeht, aber sie sind ihren Leuten gegenüber leidenschaftlich loyal. Man soll sie nicht beleidigen, da ein gutes Gedächtnis für derartige, da sie ein gutes Gedächtnis für derartige Dinge haben. Okay. Reputation ist aber auch schon deutlich besser als bei den anderen. Gut. Mission complete. Oh, Jagdgewehre. Jo. Okay. Gönn dir mal die Jagdgewehre. Mission complete. Sie hat noch eine Gemeinschaft gefunden. Maltown. Oh, antikes Benzin. Komponenten. Schutzkleidung. Ui. Da sie aber Wissenschaftlerin ist, wird das zu lange dauern, denke ich. Was ist denn mit Maltown eigentlich? Diese Gemeinschaft wurde in einer riesigen Einkaufsmeile gegründet. Geschäfte dienen seither als Wohnungen und die Umgebung wurde gut verbarrikadiert, um Eindringlinge abzuwehren. Die Bewohner wissen genau, dass sie an dem alten Gebäudekomplex haben und verteidigen ihn mit aller Leidenschaft. Sie achten sehr darauf, möglichst keine Fremden hineinzulassen. Es sind nur 33 Leute. Aber die haben auch gut Kleidung und so. Gute Gewehre. Vier Komponenten, das heißt, es sind so ein bisschen die Techies, ne? Okay. Alright. Aha. Ja, du gehst ruhig mal hier runter und erforscht einfach weiter. Job done. Wer hat Nahrung gefunden? Er sollte vielleicht mal jetzt noch ein bisschen Kleidung sammeln. Oder besser Werkzeuge, weil wir haben ja einen Schneider. You got it. Der bringt uns Kleidung jetzt nach und nach, aber Werkzeuge haben wir jetzt noch nichts dafür. Oh, was ist los? Jenseits von morgen. Seit den Ereignissen, die den Planeten in die Apokalypse gestürzt haben, sind mehr als 2 Jahrzehnte vergangen. Regelmäßig ziehen Katastrophen über das Land und versetzen die Menschen, die sich an einem Neubeginn versuchen, in Angst und Schrecken. Viele glauben an das alte Sprichwort, dass es wichtig ist, die Vergangenheit zu verstehen, um eine bessere Zukunft aufzubauen. Antworten auf die Frage, was wirklich geschehen ist und wie die Kolonie vor einem weiteren Untergang bewahrt werden kann, lassen sich nur im Ödland finden. Beginne die Hauptquest. Alter, wenn man sich das hier oben anguckt, ne? Ach du Scheiße. Das war nicht nur ein Hagel, der irgendwie die Erde getroffen hat, die hat auch den Mond anscheinend so ein bisschen deformiert. Ach du Scheiße. Ja, das ist katastrophal. Zumindest ist er natürlich komplett weg. Puh. Jenseits von morgen. Achso. Organisiere eine Expedition. Okay. Auch eine Hauptquest. Crazy. So. Bin aber mal eben ganz kurz weg. Bin gleich wieder da. So, wieder da. Sorry. Da musste ich kurz weg. So. Schauen wir mal weiter, dass das Ding hier flippt. Von Scheiße zu besser. Und dafür muss es bitte jetzt warm werden, ja? Wir brauchen einfach Wärme. Ach Scheiße, und der Schneider braucht ja auch Metall, sonst geht er nicht. Stimmt ja. Und die arbeiten nicht, weil die keine Leute kriegen. Ey, das ist ja bad. 2 Kolonisten sind jetzt erwachsen. Okay. Normal. Oh. Nicht gut. Das, wenn ich gucke. Kacke. Was ist der nächste? Kann man den nicht noch angucken? Statistik. Job. Bildung. Was heißt denn Bildung 14? Was heißt Bildung 14? Weil wir haben ja nur eine Schule und da sind 7 drin. Heißt, das sind schon komplett einmal drumherum? Also sind schon 2 Klassen durch, oder wie? Müll. Ja.
Da ist nicht mehr viel drin. Komm, es muss warm werden. Kampf am Tor. Ah ja, mach dich bereit zum Kampf. Du wirst ab und zu Besuch von Banditen und anderen feindlich gesinnten Leuten bekommen und die Chancen stehen hoch, dass diese Zusammenstöße eskalieren und sich, zu Feuergefechten ausweiten. Versammle Spezialisten und Wachen, bewaffne das Tor oder gewinne etwas Zeit, indem du die Banditen bestichst. Ah, okay. Sobald ein Kampf ausbricht, kannst du den Alarmzustand ausrufen, um die Sicherheit deiner Spezialisten zu gewährleisten. Ich verstehe. Temperatur, baue einen Heizofen. Okay. Dann habe ich ja hier, ne? Einen Heizofen habe ich. Vielleicht mache ich auch nochmal einen zweiten. Komm. Machen wir mal noch einen zweiten. Hier hin. Oh, und da ist jetzt einer am Arbeiten. Boys! Es läuft. Was ist das hier jetzt nochmal? Sind das irgendwie anderer Schrott? Korruption? Vor allem sehen wir den hier nicht, ne? Ah, Abfallstoffe. Da sind die restlichen. Seltene Metalle, Unterhaltung, alright. Spezialist ist verletzt. Spezialisten sind nicht unbesiegbar. Sie können im Kampf verletzt oder gefahren. Okay. Um seine Gesundheit wiederherzustellen, hole den Spezialisten in die Kolonie zurück oder baue einen medizinischen Außenposten. Nach der Freischaltung von Außenposten. Apropos Siedler auf der Karte. Kann der hier nicht langsamer bauen? Bau doch. Also, check ich hier was nicht, oder was? Es steht doch bebaubar und erreichbar. Muss ich in die Mitte? Nee. Wie baue ich mit ihm? Ach, jo. Das stand da aber nicht die ganze Zeit. Außenposten bauen. Das stand aber nicht, als ich da unten war. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder bin ich jetzt komplett Depp? Überlebenden Außenposten. Überlebenden Außenposten suchen Überlebende in den Sektoren und schicken sie zurück zur Kolonie. Überlebende sind in der Regel in städtischen und in gemäßigten Gebieten zahlreicher und in rauen Gebieten eher seltener aufzutreffen. Sektorinformationen, Wissenschaft hoch, Überlebende eher weniger. Ja, aber wenn hier... Warte mal, hier ist Wissenschaft hoch? Nee, irgendwas. Oh Gott. Nee, hier gibt es gar keine Wissenschaft, aber ein paar Überlebende. Okay, pass auf. Dann mache ich hier einen. Ja, im Überlebenden okay. Auspassen. Zack. Überlebende Au nehmen. Wir nehmen die richtig Au. So, sucht nach Überlebenden im Sektor und lädt sie ein, der Kolonie beizutreten. 0,32 in 12 Stunden. Alles klar. Gut. Sehr geil. Und dafür brauchen wir jeweils dann immer einen neuen Spezialisten. Das heißt, wir sollten hier auch definitiv immer sofort welche anwerben, sobald wir einen zur Verfügung haben. Weil ein Spezialist ist gleich ein Außenposten. Und es ist sehr wichtig, dass das hier belegt wird. Danke. Heizofen fertiggestellt. Ja, damit sind alle... Ne, die Hütten sind nicht belegt. Aber ja, zumindest die meisten sind beheizt. Aha. Die Schule auch. Dann können wir eigentlich mal hier auch Zelte hinsetzen. So. Und dann hier sowas abreißen. Zwei Kinder wurden geboren. Nice. Kranke sind im Moment nicht so ein Problem. Katastrophen. Aha, 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 aha. Okay.
Spezialist einsatzbereit. Ach, Plünderer. Ey, das kann doch nicht sein, dass wir nur fucking Plünderer und Wissenschaftler kriegen. Wir brauchen mal einen Speer. Wir brauchen mal einen Kämpfer. Weil dann könnte ich einen Kämpfer gleich einmal am Tor befestigen, so. Oder Sachen angreifen lassen. Plünderer. Wheeler. Es gibt kein benzingetriebenes Ding, das er nicht entweder gekauft oder verkauft hat. Seine Hamsterkäufe haben sich bei den Tauschgeschäften bezahlt gemacht. Angeblich soll er sich in einem Vorrat ein Chopper im Originalzustand befinden. Alles klar. Ja, Plündern nicht so mega geil, aber dafür hat er auch 12 Angriff. Geschwindigkeit 6 Aktionspunkte, ist auch nicht so viel. Ja, Erholung, Forschung. Also Forschung ist richtig kacke. Also ich würde sowieso niemals jemanden dahin schicken, weil das braucht ja dann ewig, bis er das fertig hat. Aber wir rekrutieren ihn natürlich, ne? Der ist zwar shit, das heißt, das wäre jetzt so ein Kandidat, den wir gleich in den Außenposten schicken. Das werde ich auch sofort machen. Ja. Aber zumindest besser als nichts. So, dann geht sie direkt weiter. Und du, Kollege, machst bitte einen Siedler. Hallöchen. Du wirst einen Siedler machen. Und zwar gehst du jetzt da runter und wirst hier nochmal einen überlebenden Außenposten machen. Geile Sache. Ja, langsam entwickelt sich das Spiel, ne? Also langsam kriegen wir so einen Eindruck dafür, wo das Spiel uns hinbringen möchte. Finde ich sehr geil. So, Kochhaus, Arbeiter sind unterwegs. Wir kriegen langsam auch Metall durch den hier. Oh, ein riesiger Bär. Alarm. Ja, der schafft das alleine nicht. Kommen da eigentlich jetzt auch Leute hin oder? Ne, die chillen hier hinten weiter. Ja, dann Alarm zu Ende. Repariert das Ding da hinten mal. Und ich würde sagen, dann machen wir die auch. Oder? Ja, wenn wir die upgraden. Was ist denn hiermit eigentlich? Gegenstand eines Kolonisten. So, Waffen liefern die nötige Feuerkraft, um die gut ausgerüsteten Banditen und Wildtiere anzugreifen, die in der Kolonie zusitzen. So, aber hat der Dude hier... Nein, oh scheiße, ich wollte nicht raus. Ich wollte nicht raus. War das er hier? Nee. Ja, fuck. Ist die Frage, ob der hier im Wachturm oder im Speerturm war, ob der auch eine Waffe hatte. Kann man das bei dem sehen? Ausrüstung, Standardwerkzeuge, Standardkleidung. Ich kann halt leider nicht detailliertere. Nee. Ich kann halt nicht sehen, ob der jetzt eine Waffe hat. Die Wachen hier, die werden aber mit Sicherheit eine haben, oder? Ja, ich. Ah, hier. Da, Gewehr. Kann das sein, dass... Ah, die Wachen können auch Waffen ausrüsten. Okay. Gut, dann müssen wir das upgraden. Zumindest der weit entfernteste Posten, der muss definitiv ausgebaut werden. Damit dort auch Waffen genutzt werden. Weil ansonsten ist der komplett... Dieser Außenposten, der wird ja auch nicht angegriffen. Also, oh Gott, jetzt rausrollen. Hier oben ist ein bisschen was, aber die meisten kommen ja hier rüber, würde ich mal sagen. Drei Kolonisten haben die Kolonie verlassen. Warum? Nehmen wir neue. Weißt du, was witzig ist? Wir nannten es die Apokalypse, aber da draußen wachsen die Pflanzen und die Tiere ziehen ungetrübt umher. Nur die Menschen mühen sich ab. Überlebende suchen Schutz. Die haben Fisch, Werkzeug, Kleidung, Feuerholz. Die haben nichts Zassiges wie Benzin oder so. Ich nehme die rein. Ah, die sind alle krank. Ah, kann ich den bitte nochmal auswählen hier? Nee. Zufriedenheit der Kolonie. Bau ein Unterhaltungsgebäude. Oh ja. Die wächst und mehr Kunst gewinnen. Ja, okay, wir brauchen halt mehr Unterhaltung hier drin. Keine Verbindung zum Wassernetzwerk. Ah, da brauche ich eine Wasserverbindung.
Oh, ich muss mal Wassertürme und so bauen. Verteilt Wasser und Wasser an Gebäude in einem kleinen Umkreis. Okay. Ja, dann setzen wir hier mal eins hin. Das Gebäude können wir auch irgendwann mal abreißen. So. Das brauchen. Und das können wir eigentlich erstmal abreißen. Scheiß auf das. Das können wir woanders neu bauen. Holzlager. Setzen wir hier hinten hin. Let's go. Sechs Kolonisten sind infiziert. Okay. Wir brauchen hier wieder neue Leute. Neue Mediziner, bitte. Und ein Unterhaltungsgebäude ist ja eine gute Idee, aber ich glaube, wir haben hier... Das hier wird nicht sein, das ist ein... Das ist nur Deko-Scheiß. Ein Werkzeugladen ist, glaube ich, aber auch wichtig. Setzen wir mal hier hinten hin. Ich glaube, das müssen wir erst erforschen. Geleitete Wärme, Sonnenenergie. Warte mal. Lange zurücksetzen. Das hier machen wir gerade. Gemeinschaft. Hausoptimierung. Innenwände, Dachstützen nehmen, Andenken, Abbau von Aggression, Raufbude. Ein Denkmal. Ja, lass mal hier den Weg der Religion wählen, weil das günstiger ist, glaube ich. Und ein paar Spezialisten sind wieder ready. Robuste Kleidung, 16 Stück. Hier haben wir halt auch Schutzkleidung. Die braucht 2 Tage. Und das sind 40 Damage. Dann hat die nur noch 20 HP. Ich meine, es geht. Ich habe halt auch nichts in der Nähe. Ja, dann brauche ich das. Sollte ich das machen? Sollte ich. Es ist schon echt viel geile Kleidung. Ja, komm, machen wir so. All done. Plünderung abgeschlossen. Werkzeug. What's up? Was mit dem Siedler? Ist der schon ready? Ne, das ist noch nicht ganz ready. Ja. Yep. Ah, hier sieht man auch, wie viele die Aktionspunkte die noch haben. Das ist gut zu sehen. Ich meine, du hast Werkzeuge, aber ich glaube, dann okay. Gehen wir weiter und sammeln mal Kleidung. Weil die brauchen wir dann bald. Geleitete Wärme ist abgeschlossen. Was hat das nochmal gebracht? Optimierte Heizöfen. So, bestätigen, ja. Upgraden bitte. Ah, da brauchen wir Metall zu, ne? Okay, dann ist das vielleicht keine gute Idee gewesen. Wir brauchen gerade wieder Metall. Jetzt sind die nämlich alle hier. Shit. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Vorrat an Nahrung geht zu Neige. Oh Gott, ey, das muss auch langsam wieder... Aber es wird schon wieder wärmer, oder nicht? Ich glaube, ich sehe langsam, ne? Hier ist langsam weniger gefrostet. Ich glaube, es wird gerade auch wieder wärmer. Das Radio ist aber auch ein bisschen. Radio Armageddon wieder. So, Spezialist Einsatzbereich, ja, das ist okay. Kolonist ist verstrahlt, ja, Max wurde geboren, cool. Ja, ob die abhauen oder nicht, das kann ich gerade leider nicht ändern. Dass die Nahrung zu nahe geht, ist scheiße, aber kann ich leider auch nicht ändern. Aber der Siedler ist da. So. Außenposten bauen. Ich könnte auch noch mal kurz probieren, ob das funktioniert, wenn ich ihn da hinschicke. Right away. Außenposten. Okay.
Es ging einfach. Ich bin tatsächlich so dumm gewesen, oder was? Oh Gott. Tja. Gut. Alles klar. Hätten wir das auch geklärt. Also, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Außer vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ja? Morgen kommt die nächste Folge online. Und dann schauen wir mal, wie es der Kolonie weitergeht. Jetzt, da wir auch einen Forschungsausposten haben und unendlich Forschung kriegen. Endlich? 60 Forschung? Oder 120 Forschung jeden Tag? Alter, wie viel Forschung wir jetzt bekommen. Wir können einfach alles forschen, was wir wollen. Übel gut. Sehen wir beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.